Hallo, ich war ein bisschen zu voreilig. Ich habe mir schon mal die Freiheit genommen, diesen Container aus Versehen rauszuziehen. Ich habe nicht gesehen, dass die Aufnahme nicht lief, aber sonst ist nichts passiert. So. Wie Isaac schon sagte, wir haben drei Statuen, drei Behältnisse, drei Zeichen. Und diese Zeichen wollen wir uns erstmal zurechtlegen. Ich wollte gerade sagen, wie auch immer du es schaffen kannst, so liegen zu bleiben. So. Und das Zeichen hier hinten wollen wir uns dann auch nochmal zu Angesicht tun. Das Problem ist, sind hier drunter auch die Zeichen? Sind sie? Laut dieser Anzeige ist dieser hier ja schon richtig sogar. Haben die alle dieselben Zeichen? Haben sie. Warte mal. Warte mal, die waren ja schon alle richtig. Wait a minute. Nein. Ich habe gerade versucht, das Ding wieder reinzupacken für die Aufnahme und es ging nicht. Die müssen wir woanders hinpacken. Ich frage mich gerade nur, wohin. Moment. Nehmen wir den hier erstmal mit. Legen den hier zu den anderen. So. Was zeigt ihr mir an? Zeigt ihr mir an, ich soll wieder durch die Tür gehen? Ach so. Ich bin ja auch blöd. Ja. What? What? Okay. Okay, Carver, gerade hat sich noch eine Tür geöffnet. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Ich gehe rein. Carver antwortet nicht. Holy shit. Wow. Oh mein Gott. Bedeckt der eine sein Gesicht? Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Kodex ist jetzt in Mahachand. Und dieser Ort wird vergraben werden, wie alle anderen auch. Ich weiß noch, dass ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hatte er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von den Monden. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja. Über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Tja. Tim war leider zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, schon tot. Zur Erinnerung, Tim war der Soldat im allerersten Part, den wir gespielt haben.
Und das war der Professor, dem er halt den Kodex bringen sollte, aber es sollte nicht sein. Ihr Opfer darf nicht vergebens gewesen sein. Ab nach oben mit uns. Okay. Ich konnte meine Stase nicht benutzen. Wie soll denn das gehen? Wow. Tja, ich habe meine Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Kodex ist jetzt in Mahat. Dieser Ort wird vergraben werden wie alle anderen. Meinem College-Professor. Jetzt auf einmal geht's. Jetzt auf einmal geht's. Komm, mach hin. Werd wieder normal. Komm, werd wieder normal. Ja, sicher. Mach hinne da. Nein, 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 nein. Mein Gott, this is intense. Hi. Kava! Hi, Junge! So, genießen wir die Aussicht einen kurzen Moment. Vergesst nicht, wir sind noch immer unter der Erde, wenn ich mich richtig erinnere. Das sehen nicht aus wie Steinformationen, die sehen aus wie so ein riesiges Gerippe. Oh man. Alles klar, Kava, bist du bereit? Hey, Kava. Ist dein Helm ein bisschen kaputt gegangen? Ne, du bist noch ein bisschen voller Schnee, ne? Okay, legen wir los. Isaac, tu's nicht. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Kodex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny! Geben Sie mir den Kodex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Ich hab's endlich
Finsternis hat ein Ende. Möge die Evolution beginnen. Zwei müssen gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Ich bleibe. Mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller. Klar? Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Ellie. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Und diesmal komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Ich sehe die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Wir treffen uns dort. Goodness, this is intense. Oh, wir sind in der Schwerelosigkeit, sehe ich gerade.
Lava, wo bist du? Oh mein Gott, so viele Ressourcen. Ich bräuchte mir kein Gel mehr zu geben. Gib mir nur noch Munition und Halb. Oh Gott. Was hat es da erwischt? What? What the fuck hat uns da gerade erwischt? Okay, wir machen diese... Wir machen das hier nochmal. Aber ganz offenbar sind wir hier einem Time Limit unterstellt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. So, hier kommt gleich einer hoch. Change of plans. Großmutter! Sehen wir dich auch noch einmal wieder! Großmutter! Beste Freundin von Großmutter. Okay. Ich glaube, das hier ist unsere letzte Ruhephase vom großen Finale. So. Ganz ehrlich, das Ende ist nicht mehr lang. Darum werde ich das hier jetzt noch zu Ende bringen. Wobei andererseits, ich weiß gar nicht mehr, was genau noch vor uns liegt. Ich beende den Part hier einfach trotzdem mal. Und ja, dann auf jeden Fall nächste Folge, ganz egal wie lange, ist die letzte. Freue ich mich schon drauf. Doch, ich freue mich. Okay, dann bis zum nächsten Part. Bis dahin. Baba!